Herr Löw, für Österreich ist das morgen nicht nur ein Testspiel, Österreich ist nicht bei der WM dabei. Für euch ist es natürlich nur ein Test. Hat man sich denn noch ein bisschen mit dem Gegner beschäftigt? Oder ist es ein Test wie eigentlich gegen die eigene U20? Und wie erwarten Sie, wie Österreich auftreten wird und was erwarten Sie von Ihrer eigenen Mannschaft? Also ein Test wie gegen U20 ist natürlich nicht. Die U20 war für uns ein willkommener Sparringspartner, der einfach auch im Training manche Situationen simuliert hat. Wir konnten ja auch das steuern, wie wir das gebraucht haben, das Spiel ab und zu anhalten, Situationen herstellen, einfach aus Trainingszwecken und Gründen heraus. Österreich ist natürlich schon für uns ein wichtiges Testspiel. Ich sage jetzt mal, das Ergebnis ist für mich völlig nebenangestellt und nicht das Allerwichtigste, sondern in der Phase ist es wichtig, dass wir vielleicht manche gute Erkenntnisse ziehen und dass wir manche Abläufe, die wir trainiert haben, vielleicht auch sehen. Von daher ist das wichtig. Die Österreicher sind, obwohl sie nicht dabei waren, eigentlich eine gute Mannschaft. Franco Foda, glaube ich, jetzt 4 Spiele, 4 Siege, unter anderem gegen Uruguay. Und das hat ja schon auch eine Aussagekraft. Österreich spielt eigentlich auch sehr variabel. Mal 4-3-3, mal 5 hinten oder 3 hinten und eine Spitze, 2 dahinter. Also es ist schon auch sehr, sehr variabel. Ihre Spielanlage ist gut geworden. Sie spielen eigentlich einen guten Kombinationsfußball. Und was ja bei den Österreichern auch zu erkennen immer war, dass alle Spieler, die im Ausland spielen, und davon gab es ja eine ganze Menge, die in der Bundesliga gespielt haben, dass die auch regelmäßig spielen und auch Leistungsträger sind bei ihren Mannschaften. Also diese Spieler im Vergleich zu vor 10 oder vor 15 Jahren haben sich im Ausland alle durchgesetzt und haben eben auch diese Erfahrung. Also Österreich ist ein sehr, sehr guter Gegner für uns, der uns morgen sicherlich sehr viel abverlangt. Tommy Niklaus. Herr Lüfter, Thomas Schneider hat gesagt, er hätte vor dem Sonntagabend schon ein bisschen Angst, auch weil man ja 4 Spielern sagen muss, dass sie bei der WM nicht dabei sind. Wie ist denn Ihre Gefühlslage? Im Moment eigentlich völlig entspannt, weil jetzt ist ja noch irgendwie morgen das Spiel mal, da kann man vielleicht einige Dinge auch nochmal erkennen und sehen. Das fließt natürlich in eine Entscheidungsfindung ein. Am Sonntag ist nochmal Training. Natürlich werden wir uns nochmal die Köpfe irgendwie heiß reden und werden natürlich auch nochmal diskutieren. Und wenn es dann irgendwie am Sonntagabend zur finalen Entscheidung geht, dann ist natürlich für jeden von unserem Trainerstab irgendwie natürlich auch kein schönes Gefühl.